Ja, hallo meine Lieben. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sie ist da. Und da bin ich. Ja, die neue, nächste Sailor Moon SH Figure Arts Figur ist da. Und zwar die erste der Outer Senshi, Sailor Saturn. Wie ihr seht, der Karton ist leer. Ich habe die Figur schon rausgenommen, damit ich sie auch gleich noch besser zeigen kann. Ich wollte euch nur erstmal den Karton präsentieren. Wunderschöne Farbe, muss ich sagen. Also sehr schönes Violett, passend ja auch zu Sailor Saturn. Einmal hier an der Seite mit geschlossenen Augen, wie sie ihre Sense hinter ihrem Rücken hält. Auf der Rückseite, ja, das Übliche halt. Verschiedene Posen, die man mit einer Figur machen kann. Kennen wir ja von den anderen Kartons auch schon. Und noch einmal ein schönes Bild auf der anderen Seite. Der Karton ist wieder ein bisschen schmaler als einige von den anderen. Hat auch immer damit zu tun, wie die Figuren reingepackt sind. Und lange Rede, kurzer Sinn. Weg mit dem Karton und her zu dem eigentlich interessanten Stück. Und zwar zu Sailor Saturn selber. Ich zeige sie euch mal. Schön von nahem im Detail. Ich finde besonders, ihr Gesicht finde ich besonders schön modelliert. Man hat auch wirklich an die Ohrringe gedacht, die saturnförmigen Ohrringe. Sie hat auch die richtige Brosche auf der Schleife. Sie hat ja kein Herz oder Kreis wie die anderen Senshi, jedenfalls nicht in dieser Form, sondern diesen Kristallstern. Ja, ich finde ihr ganzes Outfit einfach richtig schön gestaltet. Die Farben finde ich sehr, sehr klasse. Also das Violett und dieses dunkle, ja, was ist das? Burgundrot, sage ich mal, ist wirklich sehr, sehr schön. Das wichtigste Accessoire für sie natürlich ist ihre Sense, die Silence Glaive, die ich auch finde, ist wunderschön gestaltet. Und sie ist hier oben an der Spitze auch tatsächlich wirklich spitz. Also man muss wirklich aufpassen, dass man sich da nicht mit verletzt. Es ist wie bei einer richtigen Sense fast, sehr spitz zulaufend. Und man kann sehen, also sie ist auch wirklich in der richtigen Länge. Und ich versuche es mal so nah wie möglich heranzuhalten. Auch wunderbar detailliert. Jetzt verdeckt Saturn mich gerade. Ich finde auch sehr schön hier ihre Schultern, wunderschön gestaltet. Also wie man schon sehen kann, wir haben Sailor Saturn in der Form, wie sie in Sailor Moon S zu sehen ist, als sie am Ende erscheint. Was mir bei der Figur aufgefallen ist, sie ist ein bisschen kleiner und zierlicher als die anderen Figuren, was aber ja auch passt, denn Sailor Saturn ist ja auch etwas jünger. Sogar noch als die Inner Senshi und deshalb ist es eigentlich auch passend, dass sie ein bisschen kleiner und zierlicher modelliert worden ist. Aber ich muss sagen, ich finde sie wirklich richtig, richtig klasse. Ich finde sie ganz toll. Vor allen Dingen natürlich, dass sie die Sense dabei hat, kann man wunderschöne Posen damit natürlich machen. Einiges hat man ja auf dem Karton schon gesehen. Ich habe noch nicht alles Mögliche ausprobiert, aber das werde ich mit Sicherheit machen. Ich habe sie jetzt nur erstmal so in diese Position gebracht, damit ich sie euch ein bisschen besser vorführen kann. Ich stelle sie mal kurz ab, denn wir haben natürlich noch einiges dazu. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Hier haben wir noch verschiedene Gesichter. Einmal halt, das ist ja quasi im Angriffsmodus, halt mit geöffnetem Mund, wo sie wahrscheinlich gerade ihre Attacke herausruft. Einmal mit geschlossenen Augen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und hier einen ernst traurigen Gesichtsausdruck. Und ja, vier Paar Hände zum Auswechseln. Da fehlen jetzt nur einige, weil ich einige von denen halt rangesetzt hat an die Figur. Also es gibt halt geballte Fäuste und ausgestreckt und natürlich auch in dieser Form, dass sie die Sense halten kann. Was ich interessant finde, ist, dass die Hände diesmal auch diese kleinen Halterungen haben.
Die gab es bisher bei den Sailor Moon Figuren ja nicht, die habe ich aber bei meiner Cure Heart Figur auch gehabt. Also finde ich auf der einen Seite ganz praktisch, weil dann gehen die Hände nicht so einfach verloren, denn ich kann es euch ja mal zeigen, hier ist eine von denen, die ich halt abgenommen habe und ihr könnt es schon in meinen Fingern sehen, die sind wirklich winzig klein, also wenn man nicht aufpasst, dann gehen die wirklich schnell verloren. Von daher finde ich das auf der einen Seite ganz gut, dass man diese Halterung hat, wo man die Hände ranstecken kann. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwierig dann, wenn man quasi die nicht passenden Hände rangesteckt hat, dass man die nicht mehr so einfach dann hier in diese Halterung hereinbekommt und das Plastik auch nicht mehr so leicht darüber legen kann. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, es ist dann nicht mehr so einfach, weil die Fächer halt hier auch vorgeformt sind für die passenden Hände, die dann da so einfach wieder hineinzudrücken. Ja, ich versuche mal, dass ich deren Ständer auch ein bisschen präsentieren kann, ohne dass ja alles runterfällt. Ich hoffe, man kann das sehen. Natürlich schön mit ihrem Namenszug und mit dem Saturn-Symbol drauf. In Herzform, wie bei den anderen auch. Ja, was bleibt mir anderes noch zu sagen? Die erste Outer Senshi-Figur, Saturn war ja auch, was Merchandise angeht, bisher immer ziemlich unterrepräsentiert. Und daher finde ich es eigentlich auch sehr, sehr klasse, dass sie die erste Outer Senshi-Figur ist, die in der Figure Arts-Reihe erscheint. Nun wird es erstmal eine kleine Pause geben mit den Sailor Moon Figure Arts. Uranus und Neptun erscheinen ja als nächste. Die habe ich schon vorbestellt, aber die werden erst im Januar, Mitte Januar bzw. Ende Januar, Anfang Februar ankommen. Das heißt, bis dahin wird es dann erstmal keine großen Neuigkeiten von den Sailor Moon Figure Arts geben. Es erscheint ja noch eine zusätzliche Figur von Sailor Moon. Und zwar, so wie ich das gelesen habe, in den Farben, die sie halt im klassischen Anime gehabt hat. Was ich jetzt aber ganz persönlich überflüssig finde, weil ich habe jetzt halt schon meine Sailor Moon Figur und werde mir jetzt nicht noch eine kaufen, nur weil die jetzt halt andere Farben hat. Wer das natürlich machen möchte, kann es gerne machen und ich werde es jedenfalls nicht tun. Also ich werde mir Sailor Moon nicht doppelt kaufen, sondern ich warte halt lieber auf die nächsten Figuren, Uranus und Neptun. Auch wenn keine Sailor Senshi in den nächsten paar Wochen, Monaten bis Ende des Jahres erscheinen werden, wird es trotzdem weitere Videos von solchen Figuren geben, denn es gibt ja noch Pretty Cure Figuren, die ich noch nicht habe und da ist auch schon wieder eine weitere im Anmarsch. Und sobald sie eintrifft, gibt es dann dazu das nächste Video. Abschließend gilt eigentlich das Gleiche, was ich schon zu den anderen Figuren von Sailor Moon gesagt habe. Qualitativ wunderbar, sehr beweglich, wunderbar und schön detailliert gearbeitet. Und wer Sailor Saturn mag, wer absoluter Sailor Saturn-Fan ist und sich immer geärgert hat, dass er kein richtiges Merchandise von ihr hat. Das ist schon mal ein erster wunderbarer Schritt, weil die Figur einfach richtig klasse ist und ich sie auch total toll finde und nur empfehlen kann, sie zu kaufen. Ja, damit ist alles zu der Figur gesagt. Abschließend muss ich mich noch entschuldigen, wenn meine Stimme ein bisschen merkwürdig vielleicht heute klingt, aber ich hatte im letzten Video ja schon erwähnt, dass ich letzte Woche erkältet war und die Erkältung hat sich spontan entschlossen, mir noch einmal einen Besuch abzustatten. Das heißt, ich bin ein klein wenig verschnupft und klinge deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich wollte halt nicht wieder so lange mit einem neuen Video warten und ich wollte euch Sailor Saturn halt unbedingt präsentieren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Kriegerin der Zerstörung und Wiedergeburt und ich sagen danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst ja, hier unten, also hier unten, ist die Kommentarbox. Schreibt mir da alles rein. Ich lese es wirklich gerne und ich beantworte auch alles, so gut ich kann. Und ja, sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.